Herzlich willkommen heute wieder mit Cecilia Liu, einer ganz besonderen Lehrerin, Trainerin und Speakerin. Danke, dass du dir Zeit nimmst, liebe Cecilia. Danke, Martin. Wir wollen heute kurz herausfinden und spüren und erleben die Kraft der Tao-Kalligraphie. Du selbst kommst aus einem wirtschaftlichen Hintergrund eigentlich. Du warst im Top-Management bei Daimler, IBM, Siemens. Hast irgendwann im Herzen gespürt, da ist noch mehr, du möchtest mehr in der Welt beitragen und hast dann deinen Weg zur Tao-Kalligraphie gefunden und bist heute die weltweit führende Lehrerin für diese besondere Kunst. Es ist Kunst jenseits der Kunst, die oft, wenn man mit ihr meditiert, mit der Tao-Kalligraphie, oft schnell einen großen Schritt Richtung mehr Ruhe, mehr Entspannung bringt. Und das wollen wir vielleicht jetzt erleben und ja, bitte darum, dass du uns kurz zeigst, wie man mit Tao-Kalligraphie meditieren kann. Ja, das mache ich gerne. So, zuerst mal die Tao-Kalligraphie arbeitet nur mit der positiven Nachrichten. So zum Beispiel, hinter mich gibt es zwei Tao-Kalligraphie. Die Tao-Kalligraphie ist auch Einheit schreiben, Oneness-Kalligraphie. Durch diese Einheit, das Wind, wenn sie hört, wenn der Geist, wenn der Körper zusammen eins zu sein. So, das heißt, the body, mind, spirit, eins zu sein. So, hinter mich, diese Kalligraphie ist Da-Ai, Kinderschritt. Das bedeutet Englisch greatest love und Deutsch großes Liebe. Großes Liebe, das brauchen wir alle. Und diese Kalligraphie, das heißt, das bedeutet Da Tang Shen, heißt Da Tang Shen auf Chinesisch. In Englisch bedeutet greatest flourishing. Größtes Blühen. Genau. So, das brauchen wir für unser Leben. Und es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass man mit den Tao-Kalligraphie zu arbeiten. Zum Beispiel, eine ist die Nachfahren, die andere, zweite ist die Meditieren. Und dritte ist das mit Schreiben oder Schreiben zu schauen. Die alle sind wirklich mit dem Meditative State. So, lassen wir mal Erfahrung. Zuerst mal, ich werde das so, wir sagen auf Englisch, tracing, nachfahren. So, Sie können gerne mit mir zusammen machen oder einfach mal zu und zu spielen. So, großes Liebe. Werde ich Ihnen einladen, mal Augen zu. Ich mache mal kurz Kalligraphie meditieren.
Später lassen Sie Orgel. Langsam zurück. Wenn Sie bereit, können Sie Augen öffnen. Ah, great. So, das war nur ganz kurz, vielleicht einige Minuten. Mir selbst ist schön. Kann man sagen, wirklich schön. Und wenn wir Zeit haben, wenn wir teilen könnten, wir können noch ihn mit Ihnen teilen. Wenn man, es gab noch ein bisschen mehr Technik, damit arbeiten. Und damit man das tiefe, ruhige Stelle kommen kann. Aber das ist nur eine kleine Taste sozusagen. Wenn wir mehr Zeit haben, kann ich noch schreiben, kann auch wirklich schreiben. Und Sie können zu schauen, wie das kreiert und wie das funktioniert, wie Sie sich fühlen. Und das fehlt noch mehr, da können wir mit Ihnen mitteilen. Dann lassen wir diese Möglichkeit zu finden, zu teilen und dann mehr zu erfahren und mehr zu wissen, mehr zu lernen. Ha. Vielen Dank. Es war interessant zu spüren, das eine war eben dieser bewegte Teil und das andere, das zweite war dieser ganz ruhige Teil. Und in diesem ruhigen Teil war so ein schöner Raum an Stille, der aufgegangen ist für mich, wo ich wirklich für diese zwei, drei, weiß nicht, wie lange das war, jetzt drei, vier, fünf Minuten, eben fast gar keine Gedanken mehr gehabt habe. Also es war wirklich sehr viel Stille in mir. War sehr, sehr schön. Danke dir. Sehr gerne. Die Schlusspunkt ist, die beiden sind die Meditation. Die erste war sozusagen diese Moving Meditation. Die zweite ist die Still Meditation. Und die beides atmen. So, wenn man beides machen kann, dann kann man diese Meditations, sozusagen Meditative State, in das Leben zu bringen. Wenn wir arbeiten, sind wir auch in dem Meditative State. Wenn wir mit unseren Familien zu sprechen, und sind wir auch in dem Meditative State. Wenn wir als Arzt mit den Patienten arbeiten, sind wir auch in diesem Meditative State. Wenn wir Geschäfts führen und arbeiten, die Meeting leiten, wir sind auch in diesem Meditative State. Und so von ist die effizient sozusagen die Produktivität und die Ergebnis viel höher, dass man aus dieser Klarheit kommt, aus dieser Ruhigkeit kommt, aus dieser Harmonie-State kommt
und dann die Ergebnis als anderes Rednen. Und das Qualität des Lebens zu erhöhen durch diese Mechanismen, durch diese Empowerment auf die Kunst, besonders Einheit Kunst zu erfahren. Ha. Wow. Ja, danke. Das war jetzt wirklich zu spüren. Also wir kennen das als Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber eben diese Ruhe wirklich in das Leben mitzunehmen, das ist die Kunst. Und anscheinend ist es die Kunst, die uns hilft, das ins Leben mitzunehmen. Also danke für dieses Erlebnis. Bin schon sehr gespannt, was du uns noch alles in der Zukunft zeigen wirst. Danke dir.